Ich war ja bis 64, 63 so, war ich übergewichtig. Klick gemacht hat das, glaube ich, erst, als ich mir die Frage gestellt habe, was machst du in deiner dritten Lebensphase? Was machst du in der Pension? Willst du dann zu Hause sitzen oder mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl leben? Da habe ich gesagt, nein, das kann nicht sein. Das ist nicht meine Philosophie, nicht meine Lebenseinstellung. Du musst etwas tun. Ich habe diese Operation 20 Mal oder 30 Mal im YouTube angesehen, um zu sehen, was passiert jetzt mit mir. Und ich hatte volles Vertrauen in dieses Operationsteam. Die Operation war problemlos. Ich bin nach 4 Tagen wieder nach Hause gegangen. Und dann hat das begonnen und hat gesagt, ja, wenn du diese Operation machst, dann hast du das, das, das und dann musst du da aufpassen und da aufpassen. Du kannst das nicht essen und jenes nicht essen und dies nicht essen. Und meine Frau hat sehr intensiv mitgelebt mit meiner Aktion im Krankenhaus und sie hat gewusst, was auf uns zukommt. Und ich habe dann nach der Operation 40 Kilogramm abgenommen. Die Angst, die ich hatte, meine Hüftgelenke kaputt zu machen, meine Kniegelenke kaputt zu machen, meine Sprunggelenke an den Füßen kaputt zu machen, Zuckerdiabetes zu bekommen, Hypertonie, Bluthochdruck zu bekommen, das ist alles weg. Und es ist wie eine neue Welt aufgegangen. Ich wurde vom Spital eigentlich sehr positiv begleitet. Ich brauchte keine psychologische Begleitung eigentlich, aber die Unterstützung war professionell. Für mich, ich sage jetzt mal für mich, genügend. Oder auch der Follow-up, der medizinische Follow-up, der war absolut perfekt. Die Operation ist quasi ein Hard Fact. Und es gibt ein ganz klarer Schnitt im Leben mit der Operation. Und mit dieser Operation, einerseits physikalische Veränderung, ändert sich auch der Mindset. Das hat bei mir selbstverständlich auch ganz massiv gewirkt. Ich happy da eingestiegen, da gibt es noch einen Nebeneffekt. Mit der Operation hat man mich gebeten, repetitiv beim Arzt vorbeizugehen. Und so bin ich jetzt eigentlich jedes halbe Jahr im Radar von meinem Arzt und ich komme immer mit einem guten Resultat nach Hause. Das ist psychologisch wahnsinnig motivierend. Ich glaube, ich habe mit der Entscheidung, dass ich diese Operation gemacht habe, einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass es mir persönlich, aber auch uns in der Familie gut geht. Heute habe ich genügend Energie, auch mit den Enkeln, mit den Kindern, mit den Enkeln etwas zu unternehmen, zu spielen, zu weiß ich was alles. Weil ich genau das gemacht habe, was die Begleitung im Spital von mir verlangt hat, dass das Resultat am Schluss auch sehr positiv war. Positiv im Sinne der Operation, positiv aber auch für mich im Sinne meiner Psyche. Es geht mir fantastisch, es geht mir wirklich hervorragend.